jeden Tag lachen. Es ist nicht immer alles locker, easy, Jungs. Locker easy. Simon struggled und bewegt sein allerwertesten.
bringt aber Scheiß in die Bar. Über Stunden überleben und danach ne extra Runde drehen. Ich tatenlos zu, wie deine Träume vor die Hunde. Sei still und reflektier, schieb die Pleite beiseite. Denn in allererster Linie bist es du, der hier entscheidet. Es ist nicht immer okay. Dann hast du richtig entschieden. Pass auf deine Eltern, auf deine Freunde. Sind nur Feinde, die dich noch nicht angegriffen haben. Weißt du, was ich meine? Sie nennen dich Bruder, doch reden hinter deinem Rücken. Lass dir nix sagen, du musst dich hier für keinen bücken. Bleib immer loyal, scheiß auf das Papier, was man Geld nennt. Echte Freunde findet man nur selten. Wenn du keine Ahnung hast, was du machen sollst, nimm dir ein Stift und dein Blatt, lass die Sorgen los. Ich wollte schon immer was erreichen, als ich klein war. Und ich wusste, was zu erreichen, das wird nicht einfach. Dann wenn der Neider, der über dich lässt, dann fast erbleicht. Kannst du dir sicher sein, du hast was erreicht. Mach den Wecker auf, yeah. Lass mich schlafen, Schatz. Du hast wieder den Termin verpennt beim Arbeitsamt. Ich, ach so ein Kack, warum ausgerechnet ich schon wieder auf der Bank sind rote Zahlen. Meine Lieblingsziffern, ich schäme mich wieder, geh zu meinem Lieblingsdealer. Morgen Scheine hol ich mir locker aus der Spielo wieder. Doch ich seh nix als die Niete wieder. Ich nehm's mit zum Mond, singe diese Lieder. Ich war nicht so der Typ, der sich irgendetwas einbildet. Zeit findet andere zu diskreditieren. Diese Feindbilder sind mir dann auch wirklich zuwider. Ich möchte ne ruhige Kugel schieben. Poolbillard-Spieler, doch leider denken da nicht alle so. Ich bin da wohl die Ausnahme. Alle labern Scheiße, als gäb's dafür ne Pauschale. Doch was soll ich sagen? Was soll ich mich noch aufregen? Einfach ignorieren, ansonsten gibt's die Faustregel. Es ist nicht immer locker und easy schon mal gar nicht. Menschen tätowieren sich meine alten Texte auf Japanisch. Grammatisch nicht korrekt, doch das ist eben Rap. Eminem ist eine Army-Kopie von Styler Wack. Und ich bin nur das Model von seinem Fotoshoot, das bald ausgetauscht werden muss, denn ich geh auf die 40 zu. Doch solange ich noch Hoffnung empfinde, genieße ich die Liebe zum Vibe und zwar im doppelten Sinn.